Ja, lass mal so, bitte. Lass mal so. In der Kommandozentrale der Dagofinger Rennbahn hatte man die Marseillaise schon mal Probe laufen lassen. Denn alles andere als ein Sieg für Frankreich wäre heute eine Sensation gewesen. Der Grund für so viel Vertrauen in die Trikolore war dieser Hengst. Abovolo, 7 Jahre alt und über die heute verlangte Rennstrecke von 2100 Metern vielleicht der beste Traber der Welt. In bewundernswerter Selbsterkenntnis hat Trainer Paul Viel den Belgier Jos Verbeek nun als ständigen Fahrer für Abovolo engagiert. Paul Viel, hier gibt er letzte taktische Hinweise, hatte manchmal die Ökonomie beim Fahren ein bisschen außer Acht gelassen und Abovolo aufwendigste Rennverläufe zugemutet. Gab es an Abovolos Favoritenstellung auch nichts zu rütteln? Die Wetter erwiesen sich als Lokalpatrioten und schätzten den in Bayern von Gerd Bindel trainierten Quintotrott am zweithöchsten ein. Der versuchte seine Kontrahenten erst einmal mit stolzer Pose bei der Parade zu beeindrucken. Und tatsächlich kam Abovolo gesenkten Hauptes an. Doch das wollte noch nicht viel besagen. Die Aufgabe für Gerd Bindel und Quintotrott war schwierig genug. Das Problem in der Startphase, eine gute Ausgangsposition zu erobern, aber gleichzeitig dabei nicht zu viel Kraft zu lassen. Quintotrott mit der Nummer 2. Er kommt gut vom Start, ganz außen sind Hightech Lou und Charmis Gitter mit Heinz Wevering noch schneller, aber Gerd Bindel und Quintotrott haben als Dritter innen eine sehr gute Ausgangsposition. Abovolo im Mittelfeld. Doch bereits in der ersten Gegenseite macht sich Jos Verbeek mit Abovolo auf die Verfolgung, geht vorbei an Quintotrott. Vorbei an Hightech Lou und vorbei an dem mittlerweile führenden Charmis Gitter mit Heinz Wevering. Der 11:10 Favorit ist nach 700 Metern in Führung. Dahinter Charmis Gitter an der Innenseite, außen der Schwede Big Spey, dahinter innen Hightech Lou und Gerd Bindel und Quintotrott hat es mittlerweile an die 7. Position zurückgeschoben. An dieser Reihenfolge ändert sich bis in den Schlussbogen nichts mehr. Immer noch hat Abovolo die Führung, dahinter versucht Charmis Gitter nachzusetzen. Die Pferde in den äußeren Spuren kommen schon nicht mehr recht weiter. Jos Verbeek fordert Abovolo auf, es geht in die Zielgerade. Abovolo, Heinz Wevering setzt dahinter alles auf eine Karte, versucht noch einen Angriff mit Charmis Gitter. Ganz außen wird Hightech Lou noch einmal sehr schnell. Doch Abovolo gewinnt souverän den großen Preis von Bayern vor Hightech Lou und Charmis Gitter. Vorne Abovolo, dahinter in den letzten Schritten Hightech Lou noch an Charmis Gitter vorbei und Vierter wird Gerd Bindel und Quintotrott. Eine Leistung, mit der Gerd Bindel angesichts des Rennverlaufs sehr zufrieden war. Bei der Siegerehrung aber ertönte, wie erwartet, die Marseillaise.